Das Hardscape ist fertig und jetzt ist die große Frage, wie starte ich das Aquarium? Dry Start, Dark Start oder normaler Start? Darum geht es in dem Video. Willkommen, mein Name ist Bachi und heute geht es darum, wie ich das Aquarium starte. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Zum einen das Aquarium ganz normal starten, also jetzt einfach bepflanzen und damit Wasser füllen und es läuft. Dann gibt es noch den Dark Start, da startet man das Aquarium ohne Pflanzen und ohne Licht. Und dann gibt es noch den Dry Start, da startet man das Aquarium trocken bzw. ohne dass man komplett Wasser einfüllt. Ich erkläre euch mal die einzelnen Methoden und die Vor- und Nachteile davon und dann zeige ich euch, wie ich das Aquarium hier starte. Also zuerst mal der normale Start. Ich würde dann zuerst mal alles feucht machen, also den Soil nass machen und auch den Sand. Dann alle Pflanzen einsetzen, dann das Aquarium voll mit Wasser füllen, Filter installieren, CO2 einschalten und das Licht einstellen. Da mache ich das immer so für 6 Stunden pro Tag, also nur 6 Stunden pro Tag beleuchten, vor allem die ersten Wochen. Also die ersten 4, 5, 6 Wochen würde ich auf jeden Fall nur 6 Stunden beleuchten. Ich mache es aber so, dass ich alle meine Aquarien nur 6 Stunden beleuchte, vielleicht noch ein bisschen länger mit Sonnenauf- und Untergang, aber viel länger beleuchte ich nicht, weil dann das Aquarium viel leichter und viel stabiler läuft. Der größte Vorteil bei der Methode ist, es ist dann sofort schon mal bepflanzt und läuft und schaut schon mal ganz gut aus. Es gibt aber ein paar Nachteile, und zwar wenn man viel Holz benutzt, so wie hier, bildet das Holz oft einen Bakterienrasen. Also es ist wie so ein Schimmel, aber das Unterwasser. Der bildet sich auf Holz, es kann immer ein bisschen unterschiedlich sein, manche Stücke Tüftwurz zum Beispiel bekommen das gar nicht, manche ziemlich stark. Und da ist das Problem, dass man zum einen viel Dreck im Aquarium hat, und manche Pflanzen mögen den nicht so. Es gibt manche Stängelpflanzen, die mögen das nicht so, wenn das viel Bakterienrasen im Aquarium ist. Und auch manche Aufsetzerpflanzen mögen das auch nicht so, zum Beispiel Putzphalandras. Würde ich nicht auf frisches Holz setzen, die will ich erst später einsetzen. Ich benutze in meinen ganzen Pflanzenaquarien Soil, das würde ich auch jedem empfehlen, weil Soil einfach viel Nährstoffe hat, das Wasser stabilisiert und den pH-Wert und die Carbonathärte senkt und auch stabilisiert. Also fast alle Pflanzen wachsen besser bei niedriger Carbonathärte und niedrigem pH-Wert. Deshalb ist es halt richtig gut für bepflanzte Aquarien. Aber am Anfang gibt er relativ viel Nährstoffe ab und die Pflanzen können noch nicht so viel verbrauchen. Deshalb muss man relativ viele Wasserwechsel machen. Also die ersten 2 Wochen ist es eigentlich am besten, wenn man fast jeden Tag einen Wasserwechsel macht oder jeden zweiten Tag. Je öfters, desto besser. Also sollte man relativ viele Wasserwechsel machen, damit das Aquarium einfach besser läuft und weniger Algen kommen. Algenphasen sind auch am Anfang normal, aber man kann so ein paar Sachen vorbeugen, damit die einfach weniger sind und das Aquarium einfach besser aussieht. Also Vorteil, das Aquarium sieht gleich gut aus, Nachteil, Bakterienrasen, was manche Pflanzen nicht so vertragen, und man muss relativ viele Wasserwechsel machen am Anfang. Dann gibt es eine Methode, die ich relativ häufig verwende und eigentlich auch immer empfehlen würde, und zwar den Dark Start. Also beim Dark Start befüllt man das Aquarium ohne Pflanzen und lasst das Licht auch aus. CO2 kann man auch auslassen, braucht man ja auch nicht, und schließt den Filter an. Da gibt es dann, finde ich, 2 Punkte, die sehr wichtig sind, und oft wird nur der eine Punkt erwähnt, und zwar, dass das Aquarium schon mal einläuft. Und da das Licht aus ist, bilden sich noch keine Algen und man braucht noch nicht so viel Wasserwechsel machen. Ich würde euch immer empfehlen, einmal die Woche einen Wasserwechsel zu machen. Wenn es aber mal weniger macht, ist es auch nicht so schlimm im Normalfall beim Darkstart. Und den Darkstart würde ich immer 4 bis 6 Wochen laufen lassen. Dann können sich schon mal alle Bakterien etablieren und der Soil gibt nicht mehr so viel Nährstoffe ab. Und dann der zweite Punkt, den ich fast wichtiger finde, der oft vergessen wird, ist das Holz. Wie schon vorher erwähnt, Holz bildet oft einen Bakterienrasen und der ist für viele Pflanzen nicht gut, und in einem Dark Start wässert man sozusagen das Holz vor. Man könnte das Holz auch vorher wässern, dann ist aber das große Problem, dass man es dann schwierig verkleben kann, weil wenn Holz nass ist, dann kann man das nicht gut verkleben mit dem Sekundenkleber, das funktioniert dann nicht so gut. Deshalb baue ich mein Aquarium immer mit trockenem Holz und noch nicht vorgewässertem Holz, weil sonst ist es relativ schwierig, so leer zu bauen. Aber das Holz vorher wässern in den Dark Start ist der wichtigste Punkt bei mir, weil zum Beispiel auch hier, wenn ich so viel Holz verwende, habe ich sehr viel Bakterienrasen, der für viele Pflanzen nicht gut ist. Und der ist dann, wenn ich das Aquarium bepflanze, schon weg. Dann zusätzlich färbt das Holz ja oft das Wasser und das holt man dann in den ersten Wochen auch raus. Es ist dann ziemlich braun. Man macht dann ein paar Mal einen Wasserwechsel und dann ist es auch schon mal weg. Es gibt dann noch andere Möglichkeiten, um das Wasser klarer zu bekommen. Da kann ich aber auch mal ein extra Video zu machen. Also das ist so der Hauptgrund. Und vor allem, wenn ihr Holz benutzt, würde ich euch empfehlen, im Dark Start regelmäßig Wasserwechsel zu machen. Das reicht einmal die Woche, um den ganzen Bakterienrasen abzusaugen. Ich setze dann so nach einer Woche auch immer Posthornschnecken ins Aquarium. Die fressen den Bakterienrasen. Garnelen und so setze ich nicht ins Aquarium, weil da bin ich kein großer Fan von. Vor allem möchte ich das Wasser dann ja wieder ablassen, wenn ich das Aquarium bepflanze. Und dann ist es dann schwierig mit den Garnelen. Deshalb würde ich keine Garnelen empfehlen in Dark Start, sondern nur Schnecken, Posthornschnecken oder Blasenschnecken. Geweihschnecken, Abalonenschnecken oder andere Schnecken würde ich auf keinen Fall empfehlen, weil die brauchen den Aufwuchs, der sich erst nach einer Zeit bildet, und die könnten sonst verhungern, wenn man das zu früh ansetzt.
Also Bostonschnecken einsetzen, die fressen den ganzen Bakterienrasen ab, die machen dann noch ziemlich viel Dreck und dann ist der Wasserwechsel auf jeden Fall wichtig, weil sich sehr viel so Schneckenkot im Aquarium sammelt und den würde ich immer versuchen abzusaugen. Und auch beim Bakterienrasen würde ich versuchen, immer so viel wie möglich zu entfernen. Wenn man Holz verwendet, würde ich die Dauer von Darkstart immer ein bisschen abhängig machen, wie lange der Bakterienrasen da ist. Wenn der Bakterienrasen nach 5 Wochen weg ist, dann würde ich das Aquarium starten. Wenn er nach 5 Wochen noch da ist, würde ich eher noch 1-2 Wochen warten, bis wirklich der ganze Bakterienrasen im Aquarium weg ist. Dann hat man wieder kein Problem mit den Pflanzen. Dann lasse ich das ganze Wasser ab. Im Darkstart benutze ich auch Osmosewasser, so wie wenn ich mein Aquarium sonst laufen lasse, weil die Bakterien sich dann auf das Osmosewasser einstellen. Und wenn ich jetzt ganz anderes Wasser nehme, könnte das schlecht sein für die Bakterien. Deshalb würde ich immer das gleiche Wasser empfehlen. Dann bepflanzt man das Aquarium, befüllt es wieder und dann läuft es meistens ohne Probleme an. Also ich hatte schon richtig oft einen Darkstart gemacht und hatte dann nie Algenprobleme. Es kann natürlich trotzdem mal vorkommen, aber meistens funktioniert das Ganze dann ohne Probleme und ich mache dann nach dem Darkstart auch einmal die Woche einen Wasserwechsel, so wie mein ganz normaler Rhythmus, wie ich mein Aquarium pflege. Also Vorteil, das Aquarium läuft viel stabiler dann ein, ohne Probleme, ohne Algenphasen. Der Bakterienrasen ist dann weg, wenn man bepflanzt. Man braucht nicht so viel Wasserwechsel machen, weil ohne Licht kommen keine Algen und es wäscht sich schon relativ viel von den Farbstoffen von dem Holz raus. Der einzige Nachteil ist da eigentlich die Zeit. Also es dauert dann länger, bis das Aquarium bepflanzt ist und endlich läuft und Licht an ist. Aber ich würde es auf jeden Fall sehr empfehlen, das zu machen. Dann kommen wir zum Dry Start und der ist ein bisschen anders und den würde ich hauptsächlich machen, wenn ich Steine und Wurzeln flächig mit Moos bewachsen haben möchte. Also das ist, finde ich, gar nicht so eine Option, mache ich jetzt einen Dry Start oder nicht, sondern wenn ich halt viel Moos auf den ganzen Flächen haben will, dann würde ich einen Dry Start machen. Für die anderen Pflanzen ist das gar nicht so wichtig und manchmal gar nicht so gut. Deshalb würde ich einen Dry Start wirklich nur empfehlen, wenn ihr sagt, ihr wollt die ganzen Elemente mit Moos bewachsen haben, sehr flächig, wollt nicht zu viel Moos kaufen, weil wenn man einen Dry Start macht, kann man das Moos zerreiben und mit Zoll mischen und dann einfach auf die Steine aufpinseln und dann 3 bis auch 6 Wochen oder noch länger wachsen lassen ohne Wasser und dann hat man sehr schön bewachsene Wurzeln und Steine im Aquarium. Bei anderen Pflanzen gibt es Vor- und Nachteile, es gibt wenig Pflanzen, die nicht funktionieren in Dry Start, also alle echten Wasserpflanzen, also zum Beispiel ein Lotus oder Wallisnerien oder Blüxa japonica, das sind echte Wasserpflanzen, die können über Wasser nicht wachsen, aber sonst alle Pflanzen, die über Wasser wachsen können, könnte man auch im Dry Start verwenden. Beim Dry Start gibt es auch verschiedene Vorgehensweisen. Ich habe das erst einmal gemacht, deshalb habe ich noch nicht so viele Erfahrungen darin. Aber ich habe mit ein paar Leuten geredet und eine häufige Empfehlung war, das Aquarium vorher trotzdem mal zu fluten. Also man könnte auch vorher einen Dark Start machen, das ist aber dann kein richtiger Dark Start, sondern es ist dann eigentlich das Holzwässern. Das ist auch eine gute Option, wenn man zum Beispiel viel Holz hat, so wie ich hier, dass man das Aquarium einfach mal flutet mit Wasser, 4 bis 6 Wochen das Aquarium laufen lässt ohne Licht, so wie beim Dark Start. Und dann das Aquarium ablässt und in Dry Start startet. Dann ist halt der Punkt, dass die ganzen Bakterien, die sich angesiedelt haben, wahrscheinlich wieder zum größten Teil sterben werden. Das ist dann wirklich hauptsächlich, um das Holz mal zu wässern, damit die Farbe draußen ist und der Bakterienrasen weg ist. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man viel Holz verwendet. Aber sonst auch einfach das Aquarium fluten und einen Tag stehen lassen, damit sich alles vollsaugen kann. Weil man könnte es auch einfach jetzt alles besprühen und befeuchten und dann bepflanzen für den Dry Start. Aber oft ist es dann so, dass sich dann die ganzen Steine und Wurzeln mit dem Wasser erst ansaugen müssen. Und das funktioniert am besten, wenn man es vorher mal flutet und dann den Dry Start startet. Dann nach 4 bis 8 Wochen, ich würde immer ein bisschen drauf schauen, wie das Moos halt angewachsen ist, weil das bringt halt nichts, wenn man nach 3 Wochen das Aquarium befüllt und das ganze Moos aufschwimmt. Da muss man ein bisschen schauen, ein bisschen probieren oder ein bisschen länger warten. Ist auch kein Problem. Während ein Dry Start muss halt alles feucht sein und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Dafür deckt man das Aquarium einfach mit Frischhaltefolie ab, dann bleibt die Luftfeuchtigkeit hoch und dann besprüht man die Pflanzen noch regelmäßig, damit auch wirklich alles feucht bleibt. Und das Licht lasst man dann so für 10 bis 12 Stunden an, weil ohne Wasser können auch keine Algen entstehen. Und wenn mehr Licht ist, wachsen die Pflanzen ein bisschen schneller. Dann befüllt man das Aquarium nach den paar Wochen, je nachdem wie lange es dauert, bis alles festgewachsen ist. Und dann startet man den Filter, schaltet das Licht wieder auf 6 Stunden ein, weil man das Aquarium wieder normal startet. Und dann würde ich auch mehr Wasserwechsel machen, wenn man ja noch nicht die Bakterien hat, die sich angesiedelt haben. Also da würde ich dann auch eher häufiger Wasserwechsel machen. Vielleicht nicht so häufig, wie wenn man es normal startet, aber trotzdem mehr als einmal die Woche. Dann ist man einfach auf der sicheren Seite, sodass alles gut läuft. Also die Vor- und Nachteile zum Dry Start. Großer Vorteil ist, wenn man Moos schön flächig auf Wurzeln und Steinen haben möchte, ist es so die beste Möglichkeit, weil im Nachhinein kleben ist ein bisschen schwieriger. Andere Pflanzen sehe ich noch nicht so wirklich viel Vorteile von. Wenn ihr generell Vor- und Nachteile noch habt, die ich jetzt vergessen habe, schreibt sie gerne in die Kommentare oder auch wenn ihr Erfahrungen gemacht habt mit dem Dry Start, mit dem Dark Start, mit dem normalen Start und was ihr daraus gelernt habt, dann lasst es mich auch gerne in den Kommentaren wissen und schaut auch gerne vielleicht mal durch. Vielleicht findet ihr den ein oder anderen Tipp, den ich jetzt vergessen habe. Und Nachteil ist auch, es dauert länger und
man startet das Aquarium normal und man startet dann das Aquarium eigentlich normal. Also muss man auch viele Wasserwechsel machen. Also das waren jetzt drei Methoden, wie man sein Aquarium starten kann. Jetzt die große Frage, wie starte ich mein Aquarium? Und zwar werde ich den Twistart machen, weil ich möchte sehr viel Moos auf den Steinen und Wurzeln haben. Also wenn ihr das sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Das gibt es im nächsten Video, wo ich euch zeige, wie ich den Twistart mache und auch noch ein paar mehr Tipps habe dazu, weil ich habe mich mit ein paar Leuten ausgetauscht, die da schon mehr Erfahrungen haben. Ich werde es aber so machen, dass ich das Aquarium nur für einen Tag flute und dann wieder ablasse, weil ich möchte jetzt einfach endlich, dass es weitergeht mit dem Aquarium und nicht zu lange dauert. Ideal wäre es natürlich, wenn ich das Aquarium jetzt mal fluten würde und dann ein paar Wochen laufen lassen würde, damit der ganze Bakterienrassen weg ist. Aber das Risiko gehe ich ein. Vielleicht würde ich es bereuen, vielleicht nicht. Also das seht ihr auch dann im nächsten Video. Und jetzt fülle ich erstmal Wasser ein, damit ich dann morgen bepflanzen kann. So, wenn ihr jetzt das Aquarium befüllt, auch beim Darkstart, ist es wichtig, dass ihr trotzdem alles nass macht. Ich benutze gleich den Brauseaufsatz, so eine Takaki-Schlauchtrommel, ist richtig praktisch zum Befüllen. Aber wenn ihr jetzt einfach nur vorne einen Wasserschlauch reinlegt und das Aquarium langsam flutet und das Säul noch trocken ist, dann schwimmt das Säul auf und schwimmt nach vorne und ist dann im Sandbereich und das will man natürlich nicht haben. Deshalb tue ich einfach gleichmäßig mit dem Brausekopf alles befeuchten, so dann schwimmt nichts auf und wird auch nichts verwirbelt. Also ist echt praktisch. Ich werde das Aquarium jetzt auch nicht komplett füllen, weil es steht jetzt circa fast einen Meter von der Wand weg und das wäre mir ein bisschen zu riskant, weil ich das jetzt befülle. Ich werde es jetzt circa bis zu der Höhe füllen, weil drüber kommt sowieso kein Moos, das Moos wird eh weiter unten sein. Weit oben kommt bei mir am Anfang sowieso noch kein Moos ran. Deshalb fülle ich es nur zum Teil, so dass halt alles nass ist und alles unter Wasser steht, wo nachher Moos hinkommt, damit sich alles gut ansaugen kann. Ich habe hier Lavasteine benutzt und viel Holz. Und die Lavasteine werden sich natürlich auch voll saugen und das dauert auch ein bisschen. Und ich könnte es doch einfach so lassen, wie es jetzt ist. Alles ist feucht und jetzt sind wir erst starten. Da müsste ich aber vor allem die ersten paar Tage öfters kontrollieren, ob das nicht austrocknet. Weil jetzt ziehen sich die Steine und Wurzeln noch voll mit dem Wasser und dann können sonst die Oberflächen trocken werden und die Pflanzen vertrocknen. Den Sandweg da hinten habe ich ja verklebt. Also wenn ich da jetzt Wasser drauf sprühe, passiert nichts. Wenn der jetzt nicht verklebt wäre, wäre es ein bisschen kritisch und der Sand könnte runterrieseln. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber ich würde den Sandweg sowieso immer verkleben. Ich kontrolliere auch gleich ein bisschen den Sandweg und sprühe den richtig ab, dass wenn ich jetzt sehe, dass irgendwo Sand wegrieselt und ich den nicht wegrieseln haben möchte und den fest haben möchte, kann ich nachher noch, es geht nicht so gut, aber nachher noch, wenn ich das Wasser ablasse, den nochmal verkleben. Also das geht dann noch, aber wenn ich das Aquarium mal gestartet habe, ist es manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, das Wasser so weit abzulassen, dass der Sandweg trocken liegt. Deshalb schaue ich das jetzt gleich und schaut aber alles gut aus. So, ich glaube, das reicht jetzt mal. Jetzt ist dann wirklich schon mal der Hauptteil dann schon mal gewässert. Ich werde dann einfach ein bisschen mehr besprühen, damit es wirklich feucht bleibt. Im nächsten Video geht es dann um den Twistart. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dieses Jahr noch die 10.000 Abonnenten schaffen würden. Also teilt auch gerne das Video oder ein anderes Video, wenn es euch gefallen hat und ihr mich dabei supporten wollt. Würde mich sehr freuen. Und hier kommt jetzt zur Playlist von dem ganzen Aquarium. Also alle Sachen, also von der Einrichtung bis zum Setup, ist jetzt hier in der Playlist. Und dann bis zum nächsten Mal.